dann bitte vor der Bühne stehen bleiben. Danke. So. Ich habe das Finale gesehen. Es war ein würdiges Finale mit zwei klasse Mannschaften. Und für mich war es ein bisschen überraschend, aber wirklich sehr verdient, dass diese Mannschaft diese Premiere gewonnen hat, Leute. Das erste Turnier hat einen ersten Sieger, den FC Astoria Waldorf. So. Da gibt es natürlich jetzt einen Pokal und die Goldmedaille. Jungs, super. 2:0 gewonnen gegen Hoffenheim. Wo ist der Kapitän? Er kommt ganz hin. Okay. Marcel, komm mal vor. Du bist der Captain. Weil Klaus Schlappner hat was ganz Tolles für euch extra entworfen. Übrigens ein Wanderpokal. So einen wie den habt ihr noch nie gesehen. Ist 1000 Euro wert. Der steht jetzt im neuen Clubhaus in Waldorf. Versprochen? Natürlich. Müssen wir jemanden grüßen? Meine Eltern und meine Freundin. So gehört sich das. Okay. Leute, erster Platz und der Pokal von Klaus Schlappner überreicht an den FC Astoria Waldorf. Moment. Wir müssen vorne machen. So. Schau mal. Und? Guck mal. Ein bisschen in die Kamera gucken. Und da ist er. Hey. So. Bevor wir zu den Mädels kommen, haben wir noch eine Überraschung für euch. Wir haben hier noch 15 Freikarten für das Spiel. Der DEL Deutschen Eishockey-Liga Adler Mannheim gegen die Füchse Duisburg gehört ja auch. Klappt vor die Bühne. Kommen wir nun zu den Mädchen.